Es gibt ja so ein paar Apps, die wir alle tagtäglich nutzen und natürlich auch lieben. Dazu gehören bestimmt mal WhatsApp, TikTok, Insta, YouTube und vielleicht auch Snapchat. Und bei einigen dieser Apps wünscht man sich doch vielleicht mal eine neue Funktion oder ein neues Feature. Und vielleicht kommt es dieses Jahr. Was sich dieses Jahr bei diesen ganzen Apps tut, darum geht es in diesem Video. Messenger-Dienste wie WhatsApp sind aus unserem Alltag eigentlich nicht mehr wegzudenken, obwohl sich in den letzten Jahren relativ wenig verändert hat. Aber für 2022 hat sich WhatsApp einiges vorgenommen. Starten wir direkt mal. Was gibt's da Neues? Fangen wir mal mit dem Bereich Nachrichten an, denn da tut sich auch einiges. So ist es in Zukunft möglich, auf Nachrichten direkt mit Emojis zu reagieren. Das kennen vielleicht einige von Telegram. Außerdem kann man gesendete Nachrichten in Zukunft sogar monatelang löschen. Bisher ist es nur wenige Stunden bzw. genau eine Stunde möglich. Neu kommt auch, dass es Moderatorinnen oder Moderatoren für Gruppenchats gibt. Das finde ich super gut, denn die können in Zukunft auch Nachrichten von Mitgliedern löschen, zum Beispiel, wenn die gegen Gruppenregeln verstoßen. Richtig praktisch in Klassenchats zum Beispiel. Was auch neu dazu kommt, sind sogenannte Communities. Das haben wir bisher noch gar nicht in WhatsApp. Das heißt, es gibt eine Community und in dieser Community wird es dann verschiedene Untergruppen geben. Praktisch kann es sein im Sportverein, das kann dann heißen TGV Sporthausen und darunter gibt es dann verschiedene Untergruppen für die verschiedenen Fußballmannschaften oder so. Auch für Abiturkursstufen kann das mit Kursen super praktisch sein. Eine Neuerung wird, glaube ich, viele von uns freuen und betrifft Bilder. In Zukunft soll man entscheiden dürfen, ob man die komprimiert, also datensparsam verschickt. Das ist aktuell so, da wird die Qualität einfach runtergeschraubt. Und man kann dann in Zukunft einfach auswählen, will ich das oder möchte ich in Originalgröße verschicken. Kommen wir dann zum Bereich Sprachnachrichten. Ob kleine Podcasts oder nur eine kurze Nachricht, ich liebe Sprachnachrichten und habe mich riesig über das gefreut, was WhatsApp 2022 für Sprachnachrichten angekündigt hat. Sprachnachrichten soll man in Zukunft auch im Hintergrund abhören können. Das heißt, man kann eine Sprachnachricht in WhatsApp öffnen, dann rausgehen, irgendwie eine andere App nutzen und trotzdem weiterhören. Das erleichtert mein Leben, glaube ich, ungemein. Genauso cool ist die zweite Neuerung zu Sprachnachrichten. Und zwar soll es so sein, dass man während der Aufnahme auf Pause drücken kann und dann später weiter aufnehmen kann. Wenn man also gerade schon 10 Minuten aus seinem Leben erzählt, kann man kurz Pause drücken, die Tür aufmachen, Post abholen, wie auch immer und dann wieder weiter aufnehmen. Perfekt. Eine ganz spannende Neuerung bezieht sich auf den Bereich Modus. Wir kennen das alle, man guckt ständig, wann war der Crush zuletzt online und vielleicht nervt einen das selber sogar. Bisher kann man ja nur einstellen, entweder können alle sehen, wann ich zuletzt online war oder eben niemand. Und jetzt soll es den Unsichtbar-Modus geben. Da sollen einfach mehr Möglichkeiten zu dieser Einstellung kommen. Man kann dann zum Beispiel auch auswählen, wer sehen darf, wann ich online war und wer nicht. Das letzte Thema ist das Thema Werbung und das wird bei WhatsApp schon ewig diskutiert. Wann kommt eigentlich jetzt diese Werbung, auf die niemand Bock hat? Anscheinend 2022. Wo wird die zu sehen sein? Nur wenn man sich den Status von anderen anschaut, da könnte sie so dazwischen als Werbung angezeigt werden. Kennen wir zum Beispiel aus Instagram Story schon. YouTube will vor allem für Content Creator einige neue Features bringen. So soll zum Beispiel neue Funktionen in die YouTube Studio App hinzugefügt werden. Außerdem soll das Thema globale Vernetzung vorangetrieben werden. Hier könnte vor allem das Übersetzen von Kommentaren, Untertiteln oder Kapitelmarken eine Rolle spielen. Weiter geht's mit Instagram, auch eine extrem beliebte App, die ja eigentlich damit gestartet ist, dass man hier einfach Fotos teilen kann. Für 2022 hat Instagram was angekündigt, was wir da schon in den letzten Jahren beobachten können. Und zwar will Instagram sich noch weiter auf Videos fokussieren. Wie gesagt, früher waren es nur Fotopostings, dann kamen dazu kleine Videopostings, IGTVs, Stories und auch Reels. Unter anderem hat in Bezug auf Videos Instagram angekündigt, dass dieses Jahr es sich in den Stories ändern soll, dass eine Story nicht nur 15 Sekunden lang sein soll, sondern bis zu 60 Sekunden. Das ist super praktisch für gesprochene Inhalte. Bei Instagram stand in den letzten Jahren vor allem der Algorithmus in der Kritik, also der Algorithmus, der auswählt, welche Postings, welche Inhalte werden welchem Nutzer oder welcher Nutzerin wann angezeigt. Denn der Algorithmus ist nicht so ganz durchsichtig. Und Instagram hat versprochen, da jetzt mehr Transparenz zu schaffen und will anscheinend oder vielleicht zu einem chronologischen Feed wieder zurückkehren. Das heißt, Inhalte werden einem dann einfach nur in der Reihenfolge angezeigt, in der sie gepostet werden und werden nicht irgendwie vorausgewählt. Außerdem hat Instagram für 2022 einen aktiven Auszeitmodus angekündigt. Man soll also einstellen können, wie viel Zeit möchte ich am Tag auf Instagram verbringen. Und wenn die Zeit dann verstrichen ist, dann kriegt man einen Reminder dazu und muss es vielleicht mit einem Code freischalten. Wir kennen das auch schon von TikTok und bei TikTok gibt es auch so eine Parental Control Mode. Das heißt, dass die Eltern dann einen Code haben, den man eingeben muss, damit man TikTok in dem Fall wieder nutzen kann. Und genau das hat Instagram für 2022 wohl auch geplant.
Aktuell kann man ja über Instagram schon Messages hin und her schreiben oder sich Postings hin und her schicken. Und genau diesen Bereich, also den Messaging-Bereich, den möchte Instagram ausbauen. Der Plan von Instagram ist, alles Wichtige kann und soll über Insta-Messaging geklärt werden können. Kommen wir zum letzten Punkt bei Instagram, und zwar der Bereich Influencer. Der Instagram-Chef Adam Mosseri betont immer wieder, wie wichtig ihm das Wohlergehen von Content-Creatern auf der Plattform Instagram ist. Und deswegen hat er sich auch ein paar schöne Neuerungen für Influencer ausgedacht. So sollen 2022 auch neue Tools kommen, mit denen Content-Creator Werbung und Werbepartnerschaften noch einfacher markieren können und vielleicht sogar ein Tool, mit dem sie direkt auf Instagram Geld verdienen können. In den USA wird es schon seit Januar getestet und dann kommt es wahrscheinlich auch zu uns. Da ist es schon so, dass Influencer entscheiden können, ob sie bestimmte Inhalte nur zahlenden Abonnenten zur Verfügung stellen. Also dieses kostenpflichtige Abo-Modell, das kennen wir ja schon von YouTube. Trotzdem ist da ziemlich viel Aufruhr darum gewesen. Wenn du mal reinlesen willst, was für Vorteile und was auch für Nachteile so ein Modell bringen könnte, dann schau mal in die Infobox, habe ich dir einen Artikel verlinkt. Snapchat hat einiges aufzuholen und versucht das unter anderem mit Stars, deren Stories und dem Spotlight-Bereich. 2021 gab es schon einige Snap Original-Serien und 2022 ist da auch einiges geplant. Unter anderem eine Serie mit Megan Thee Stallion und dem TikTok-Star Charli D'Amelio und ihrer Schwester Dixie. Da Snapchat sich durch Werbeeinnahmen finanziert, wird auch dieser Bereich sicherlich überarbeitet werden. So soll es einfacher werden, für Kreatoren Kooperationen einzugehen. Auch Marketingfilter sollen für Marken leichter erstellbar und auffindbar gemacht werden. Generell ist zu erwarten, dass Snapchat sich mehr an Instagram und TikTok im Jahr 2022 orientieren wird. Kommen wir zu TikTok, und da muss ich mit einem krassen Fakt einsteigen, denn TikTok ist die Webseite, die weltweit 2021 am meisten aufgerufen wurde und hat damit also auch Google überholt. Wie krass ist das bitte? Und da würde man jetzt denken, okay, für 2022 haben die bei TikTok bestimmt auch einiges geplant, aber sie haben noch nichts dazu rausgegeben. Vermutlich wird die Plattform auch einiges für ihre Creator tun und zum Beispiel das Markieren von Werbung oder Kooperationen erleichtern. Für uns normale Nutzer ändert sich dadurch aber erstmal nichts. Trotzdem glaube ich persönlich, dass TikTok vielleicht noch das ein oder andere Ass im Ärmel hat, uns das aber nicht verraten hat. Wenn sich was ändert, erfährst du es natürlich zuerst bei uns bei Handysektor. Und deswegen lohnt sich sicherlich, hier ein Abo dazulassen oder mal auf handysektor.de reinzuschauen.